Wissen Sie was? Für mich klingt es wie eine Jungfrauengeburt. Das geht einfach gar nicht. Als Atheistin glaube ich da auch nicht dran. Und an diese Fantasie, IT-Sicherheit und Staatstrojaner lassen sich vereinbaren, glaube ich auch nicht. Herzlich willkommen zum ersten Videoausschussreport in 2021, dem Jahr, von dem wir alle hoffen, dass es besser wird. Bevor es losgeht mit den Inhalten, will ich euch noch mal ganz kurz auf das Abonnieren da unten und auf die kleine Glocke hinweisen. Wenn ihr auf die nämlich klickt, werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir zur Verfügung steht. Aber jetzt zum Digitalausschuss in dieser Sitzungswoche. Da ging es um zwei Themen, nämlich einmal um den Digital Service Act. Das ist eine Regulierung, die Europäische Kommission gerade plant, um digitale Unternehmen besser zu regulieren, insbesondere um Großkonzerne, die ihre Macht missbrauchen. Und es geht um einen großen Hackerangriff, der schon seit Dezember Schlagzeilen macht und mit SolarWinds, dem Unternehmen aus den USA, zu tun hat. Zuerst möchte ich euch vom Digital Service Act erzählen. Der kam als Vorschlag der Europäischen Kommission im Dezember auf den Tisch, aber bis er durch die europäischen Parlamentsmühlen durch ist, wird es wohl noch etwa 2 Jahre dauern. Auch die Bundesregierung, gefragt nach ihrer Position zu bestimmten Einzelheiten dieses Vorschlags, war sich noch gar nicht so klar, wie sie das jetzt eigentlich findet. Das war eine Antwort, die wir öfter bekommen haben. Aber was soll dieser Digital Services Act? Der Grund, warum es ihn geben soll, ist klar. Es gibt zu viel Marktmissbrauch, insbesondere von sehr großen Unternehmen, von den Googles und Facebooks dieser Welt. Es braucht mehr Verbraucherschutz, es braucht mehr Transparenz zu Algorithmen, zu Moderation. Es braucht auch mehr Haftung über missbräuchliche Inhalte oder strafrechtlich relevante Inhalte. Und es soll einen fairen Wettbewerb geben, denn die Großkonzerne sitzen auf so viel Kohle, die kaufen sich den Wettbewerb einfach auf und dann funktioniert es nicht mehr. Insbesondere die sehr großen Plattformen sollen besser reguliert werden und transparenter werden. Man soll zum Beispiel in einer öffentlich zugänglichen Datenbank sehen können, welche Werbung sie angenommen haben, an welche Zielgruppen die ausgestrahlt worden ist und welche Reichweite dabei erzielt wurde. Unternehmen, die sogenannte Gatekeeper sind, die dürfen sich künftig nicht mehr selbst bevorzugen. Zum Beispiel, wenn Amazon auf einer Verkaufsplattform eigene Produkte anbietet, wäre das künftig verboten. Ein großes Problem ist heute auch, dass viele dieser großen digitalen Konzerne außerhalb Europas sitzen und schwer erreichbar sind für unsere Rechtsprechung. Die sollen nun gezwungen werden, einen rechtlich zuständigen Ansprechpartner in Europa zu haben, der auch gerade stehen muss für Rechtsverstöße. Apropos Rechtsverstöße, auch Sanktionen soll dieses Gesetzpaket enthalten. Zwischen 6 und 10% vom globalen Jahresumsatz, wenn verstoßen wird gegen Regelungen, das ist schon richtig teuer, wenn man mal an so große Unternehmen denkt wie Google oder Facebook. Jetzt zu unserem zweiten Thema, dem großen Hackerangriff mittels SolarWinds Software. SolarWinds, eine Firma in den USA, deren Produkte von sehr, sehr vielen Unternehmen und Institutionen verwendet werden und die insofern gehackt worden sind, als ihre eigenen Update-Server, über die sie Software-Updates für ihre ganz weit verbreitete Software an NutzerInnen und KundInnen ausgeliefert haben, die wurden kompromittiert. Das ist natürlich ein ganz fieser, gemeiner Weg, weil da vertraut man natürlich darauf, dass man gute, verlässliche Software-Updates von den jeweiligen Herstellern bekommt. Wenn sich da jemand reinschmuggelt, das ist schon wirklich gefährlich. In den USA, weiß man inzwischen, sind über 18.000 Institutionen betroffen, von Bundesbehörden bis Großunternehmen, und weltweit betraf es eben auch ganz viele. Da haben wir gefragt, wie sieht es denn in Deutschland aus? Wie viele Unternehmen sind betroffen? Wie viele Behörden in Bund und Ländern sind betroffen? Sind kritische Institutionen und Infrastrukturen betroffen? Da muss man sagen, also einerseits, man weiß sehr wenig, aber es scheint doch so zu sein, als der Angriff konzentriert sich auf die USA gerichtet hat, denn man hat zwar keine sehr große Zahl deutscher Institutionen gefunden, die attackiert worden sind, aber man weiß noch von keinem einzigen Fall, wo diese vorbereitete Attacke auch ausgenutzt worden ist. Man hat also die Hintertürchen reingeschleust, man ist aber nicht durch sie durchgegangen. Insofern ist es relativ wahrscheinlich, dass die USA und deren Institutionen das explizite Ziel waren und die anderen haben die Hintertüren halt auch mit runtergeladen. In den USA sagen 4 große Behörden und Institutionen, das war Russland, da sind wir uns total sicher, außer Trump. Trump ist natürlich total sicher.
der sagt, China-Virus, also auch China-Computer-Virus, in diesem Fall China-Malware muss es gewesen sein, dafür gibt es natürlich gar keinen Beleg. Im Digitalausschuss hat man uns gesagt, nee, also China, Russland, wir haben uns das mal angeguckt, nach unserer Erkenntnis kann man im Moment nichts zu einer klaren Attribution sagen. Das ist übrigens ganz oft so, dass man bei Malware gar nicht genau sagen kann, wo sie herkommt. Kritisch ist der Umstand, dass unter anderem auch die US-Firma Microsoft betroffen ist und offenbar auch Zugriff auf den Quellcode erlangt worden ist von wahrscheinlich Microsoft-Produkten. Nun ist unklar, war Microsoft als Firma das Ziel oder die NutzerInnen von Microsoft-Produkten und ist da eventuell was manipuliert worden? Das ist bisher nicht nachgewiesen. Wenn das so wäre, da könnt ihr euch vorstellen, das wäre krass. Und dann kamen wir noch auf die Jungfrauengeburt zu sprechen. Ich fragte nämlich das BSI, halten die das eigentlich für vereinbar, dass sie, das BSI, wollen, dass Software-Updates durch Signaturen der Hersteller sicher werden, mit dem Wunsch des BMI, über Software-Updates Staatstrojaner, die auch eine Art von Malware sind, in Computer hineinzuschleusen? Wie soll denn das gehen? Und der Herr vom BSI legte die Stirn in Falten und sagte, ja, das findet er auch problematisch und das beißt sich so ein bisschen. Er ist aber dafür, dass man es wirklich so schwer wie möglich macht, dass man da irgendwas über Software-Updates reinschmuggelt. Und man sah ihm an, er meint auch, das soll so nicht. Das BMI sah das aber anders. Ist ja klar, die wollen ja den Staatstrojaner. Die sind tatsächlich der Meinung, dass Reinschleusen von Hintertüren, von Malware über Hintertüren, die sie geheim halten, lasse sich irgendwie mit präventiver IT-Sicherheit vereinbaren. Das geht natürlich nicht. Deswegen habe ich denen gesagt, für mich ist das wie, wenn man an die Jungfrauengeburt glaubt. Ich bin Atheistin. Ich glaube nicht, dass sich IT-Sicherheit und Staatstrojaner vereinbaren lassen. Aber das sahen die anders. Es gab auch was Positives im Ausschuss zu hören. Das BSI hat nämlich gesagt, dass es seine Strategie für die sogenannte Supply Chain, damit ist gemeint, dass man sich Software-Updates für Software holt, wie man das sicherer machen kann. Da wollen sie mehr Hauptaugenmerk drauflegen. Und ich habe gefragt, ob denn da auch Open Source eine größere Rolle spielen soll. Und das wurde in der Tat von BSI und BMI bestätigt. Open Source schafft Transparenz. Sicherheitssoftware, aber auch die Schnittstellen sollen offen sein. Und der Herr vom BMI brachte als Beispiel auch die offenen Schnittstellen bei 5G, dass man nämlich besser gucken kann, dass da nichts Fieses reingeschleust wird. Da hat man nämlich doch Angst vor China. Das war's für heute. Bleibt gesund, haltet Abstand, tragt Masken, lasst euch impfen, so wie ihr die Chance habt, an so eine Impfung ranzukommen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Tschüss und wir sehen uns spätestens nach dem nächsten Digitalausschuss. Der findet am 27. Januar statt.